Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. Wir sind noch auf Hoth, Jo, aber wir hallöle. müssen unbedingt hier weg, der friert. Und na Genau. gut, zählt nichts. Genau, Gehen wir lass halt uns zum einfach mal Raumhafen. weitermachen hier. Und dann, ja, wo ist der Raumhafen überhaupt? Ich weiß es nicht. Wir müssen auf Egal. die Orbitalstation halt auf jeden Fall, ne? Genau, und hier unten haben wir noch was abzugeben, das letzte Stück. Das ist. Zumindest das sollten wir noch machen. Das ist deine Quest? Ach so. Na, dann habe Dann ich hier ist noch das was dein abzugeben. Gefährte. Okay. Ach ja, dann. Nee, das ist nicht mein Gefährte. Ich sollte das ja noch bei dem General abgeben. Das habe ich ganz vergessen. Hoho. Okay, dann kann ich ja eigentlich schon mal weitergehen. Vielleicht habe ich ja trotzdem, vielleicht dauert es bei mir ja trotzdem wieder ein bisschen länger. Ja, wo wollen wir erstmal hin? Zur Flotte? Zum Ausrüsten? Oder willst du Nee, erstmal direkt weiter? ich denke erstmal so normal weiter, ne? Dann, wie gesagt, ich Erstmal muss mal auf nach die, Coruscant. dass wir, bitte? Ich muss mal nach Coruscant. Ach so, das ist, ach so, echt jetzt? Oh, mal, hast du jetzt, oh, okay, er hat sich schon gemutet. Ich schau mal, dass ich gleich mal hier ein paar Gespräche annehme. Dann gucken wir mal. Lalalala. Ich muss auf mein Schiff. Schiff, Schiff. So, mal gucken, wo der jetzt steht, hier, der Typ hier. Ah, hier steht er, der Sergeant Wusk. Jetzt ist keine Zeit für eine Nachbesprechung. Hä, was willst du denn? Lappen. So, das hier soll ich auf jeden Fall nutzen. Meister Braga, Lianaris ist mit den technischen Daten auf dem Weg zur Festung des Imperators. Ich wusste, dass ihr zwei gemeinsam unaufhaltsam sein würdet. Ich freue mich darauf, wieder mit ihr zu arbeiten. Eure Erfolge auf Hoth und Balmora waren außergewöhnlich. Unser Plan, den Imperator gefangen zu nehmen, nimmt bereits Gestalt an. Kommt zurück nach Typhon. Wir werden hier alles weitere besprechen. Meister Braga, Ende. Die Orbitalstation, wie der Düsier schon gesagt hat, genau, da war ja was hier bei Hoth. Wie meinst du das? Nun gut. Naja, dass ich über die Orbitalstation. Wir hatten ja normalerweise im Raumhafen. Moment. Das Sith-Imperium ist wohl die größte Herausforderung, der ich mich je gestellt habe. Die Wahrscheinlichkeit, einen Kampf gegen den Imperator selbst zu gewinnen, geht gegen null. Ich freue mich auf diesen Einsatz, wie ich mich noch nie auf einen gefreut habe. Wir werden alles brauchen, was wir haben, um den Imperator zu besiegen. Verstanden, Jedi. Sieg oder Tod, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, macht sich der Jedi-Orden durch seine aufopferungsvolle Hingabe an die Pflicht zu einem Vorbild für alle Bürger. Es wird mir eine Ehre sein, euch zu dienen. Ja, wunderbar. Haben wir noch irgendwo was? Müssen wir jetzt mit allen Gefährten reden, oder was? Sieht fast so aus. Dann hier einmal rein. Hä? Hier ist ja gar keiner. Hä? Doc. Und wo ist der? Doc? Hä, hey, der ist halt gar nicht da, der Doc. Also, der ist bestimmt unten, oder? Aber der muss ja, wenn dann unten sein. Ich hab keine Ahnung, hier unten. Soweit, so gut. Jetzt, wo wir ein Team sind, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die ganze Galaxis gerettet wird. Und einen Urlaub kann man nie früh genug planen, meine Hübsche. Der alte Doc ist bereit, euch an einen besonderen Ort zu entführen, wenn dieser Krieg vorbei ist. Und was werden wir während dieser Auszeit tun? Was werden wir nicht tun? Es ist nicht gut, wenn ihr immer so viel arbeitet. Glaubt mir, ich bin Arzt. Lasst es nicht so weit kommen, dass ich euch Bettruhe verschreiben muss, Schönheit. Außer natürlich, ihr hättet das gern. Ich vertraue euren Instinkten. Ich tue für meine Gesundheit alles, was notwendig ist. Solche Patienten mag ich. Ich empfehle regelmäßige körperliche Vorsorgeuntersuchungen. Ich finde sogar, ihr solltet mindestens einmal am Tag bei mir auf der Krankenstation vorbeischauen. Ich halte mir die Termine frei. Jo, alles klar. So, okay, da haben wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Erfahrung zu, beziehungsweise Zuneigung gewinnen können, aber relativ wenig eigentlich. Dafür, dass man eigentlich so, ja, so nah war. Naja, gut, gucken wir mal. Wir wollten eigentlich, genau, wo wollten wir eigentlich hin? Gute Frage.
Ui. Ui. Okay. So, Schluss damit. Eigentlich müssten wir jetzt wirklich... Also ich muss jetzt nicht nur für diese JAXA-Mission nach Coruscant, sondern halt auch für die Nebenmission. Spitze, spitze, gefällt mir. So, hier nehmen wir natürlich wieder diese Siegerchen. Also ich müsste jetzt nach Chiton. Machen wir ja, erstmal getrennt. Das ist mir dein Startplanet. Ja? Ich muss eh nochmal hier... Coruscant war das sein Startplanet. Ja, genau. Coruscant war mein... Ja, nee, Coruscant ist quasi nicht der Startplanet von mir, sondern der zweite Planet, wo wir waren. Der, wo der galaktische okay. Senat sitzt, und da sind ja auch meine Chefs und so. Und deine sind halt auf dem Jedi-Hauptplaneten. So. Okay. Ich rede aber nochmal mit er. Ja, wird erstmal ein bisschen getrennt sein, halt. Zumindest diese Folge, denke ich mal. Geht dir jemand auf den Geist? Gib / ignorieren Charaktername ein. So sieht's aus. So, jetzt wird auf jeden Fall mal wieder der ganze Planet geladen. Die Ladezeiten, ey. Aber ist halt natürlich dann auch immer ein großes, großes Gebiet. So, schauen wir mal. Hier kommen wir hier schon. Oh, hier ist aber Kleidergebiet. Wir sind doch aber immer noch auf dem. Wir sind immer noch nicht ganz auf dem Planeten unten, oder? Das ist, glaube ich, erst die Orbitalstation. Ne? Dann gibt's hier, geht's dann hier auf jeden Fall nochmal mit dem Schiff dann auf jeden Fall nach unten. Könnte natürlich sein, dass auch schon wieder ein Teil der Story hier auf jeden Fall erledigt wurde. Dadurch. Schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Also. Gut, ich habe. Ja, hallo, Dün, ja? Ich bin wieder da. Ja, moin. Ich habe jetzt auch für meinen Arik quasi eine Mission, oder entweder habe ich eine Mission oder er macht das alleine, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, muss er seinen alten Todestrupp, also seinen alten Trupp, ich bin ja der Chaos-Trupp, oder wir sind der Chaos-Trupp, und sein alter Trupp, der Todestrupp, wurde wohl gefangen genommen. Und da will er sich jetzt mit einem Geheimdienstoffizier treffen. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch mitmachen muss. Hoff nicht. Ich muss mal gucken, wo ist ein Narsha da? Verschollen. Ja, tatsächlich. Also ich muss erstmal nach Narsha da. Oder nee, das machen wir dann gemeinsam, weil es könnte sein, dass es da zu Fembekämpfen kommt. Ich gehe jetzt erstmal nach. Okay. Willkommen zurück. Wir haben dank euch erstaunliche Fortschritte gemacht. Die Analyse der Hoff-Daten hat das gesamte Verteidigungsnetz der Festung des Imperators offenbart. Es gibt Schwächen, die wir ausnutzen können. Besser noch. Wir verstehen, wie die Tarnvorrichtung die Festung beschützt. Wir haben behelfsmäßig einen Scanner zusammengebaut, der sie durchdringen kann. Endlich befindet sich der Imperator in Reichweite. Es scheint beinahe unmöglich, dass unsere Pläne jetzt schon Früchte tragen. Ihr gehört zum besten Stoßtrupp in der Galaxis. Für uns ist nichts unmöglich. Unsere Schiffe werden für die Reise nach Drom und Kaas vorbereitet. Langstreckenscanner werden aufgerüstet, um die Festung des Imperators zu finden. Wir werden mit unseren jeweiligen Raumschiffen verschiedene Landerampen ansteuern. Viele Ziele werden die Verteidigungen des Feinds zerstreuen. Sobald wir im Innern der Festung sind, wird jeder von uns einem vorgegebenen Weg durch das Sicherheitsnetz folgen. Wir werden uns im Thronsaal des Imperators treffen. Wir werden den Anführer der Sith gefangen nehmen und ihn nach Tython bringen und ihn zur hellen Seite der Macht bekehren. Ein perfekter Sieg. Den Imperator bekehren. Ihr seid sehr ehrgeizig, Meister Braga. Die Sith mit Gewalt zu bezwingen, bringt gar nichts. Wir müssen sie als die unseren empfangen. Das ist der Schlüssel für einen dauerhaften Frieden, der zahllose Leben retten wird. Meister Braga, wir müssen reden, ehe dieser Plan weiter fortschreitet. Unter uns gibt es einige, die Bedenken geäußert haben. Wenn jemand Zweifel hat, ob wir das schaffen können, sollen sie diese äußern. Ich bin mir sicher, dass wir sie überzeugen können. Ich habe euren Plan immer als leichtsinnig betrachtet, Meister Braga. Jetzt kommt euer ehemaliges Teammitglied mit einer verstörenden Vision auf mich zu, die ihr bewusst ignoriert habt. Yuma, wir haben das doch besprochen. Ihr solltet in den Kolto-Bädern sein. Ihr habt euch noch immer nicht vom Angriff auf Tatooine erholt.
Während meiner Heilungsmeditationen hatte ich eine Vision, in der dieser Jedi vorkam. Sie ist der dunklen Seite verfallen. Sie wurde ein Sith! Ihr habt mir nichts von dieser Vision erzählt, nachdem er euch zum ersten Mal davon erzählt hatte? Die Zukunft ist immer in Bewegung. Was heute sicher erscheint, kann morgen schon unmöglich sein. Muss ich den Rat daran erinnern, dass die Jedi kein Urteil fällen, das lediglich auf Visionen beruht? Wenn ihr sie mit auf diese Mission nehmt, wird sie scheitern. Ich sollte stattdessen gehen. Wenn Meisterin Satil und die anderen euch zustimmen, werde ich nicht gehen. Ich kenne diesen Jedi, seit sie Meister Orgis Padawan war. Sie hat in der ganzen Galaxis Leben gerettet. Ich zweifle nicht an ihrer Loyalität. Yoma, Meister Kaedan. Ich weiß eure Sorgen zu schätzen, aber ich teile sie nicht. Ich sehe keinen Grund, Meister Bragas Mission aufzuschieben. Wenn ihr damit fertig seid, meine Loyalität in Frage zu stellen, wir haben eine Galaxis zu retten. Nein, das ist falsch. Ich weiß, was ich gesehen habe. Meister Braga, ich verlange, dass ihr es euch noch einmal überlegt. Es steht zu viel auf dem Spiel. Die Zeit für Diskussionen ist jetzt vorbei. Die Stunde des Siegs naht. Meine Freunde, wir brechen sofort zur Festung des Imperators auf. Wir werden unseren Angriff koordinieren, sobald wir alle im Innern sind. Möge die Macht mit uns sein. Jo. So, da bin ich wieder. So. Ah, guck mal. Ja, du bist da und ich bin jetzt gleich weg. Ich gehe nämlich jetzt gleich reden. Also, na dann. So, ich guck mal, was ich mache. Hey. Soldat, du bist momentan nicht zugelassen. Also, soll ich da rein? Da rein? Warum bin ich da nicht zugelassen? Reise zur Festung des Imperators. Ah, okay. Ich habe auch was zu tun. Mhm. Ich muss jetzt den Imperator zerstören. Benutze dein Schiff, um nach Coruscant zu reisen. Ich bin doch gerade da. Hallo, Doofkopf. Irgendwie ich zerstöre jetzt den Imperator. Mach das. Ich muss noch mal gucken. Irgendwie zwischenzeitlich hatte ich mitbekommen, Quest drei, gerade. Oder? Hast du nicht drei Quests sogar? Ja, ein bisschen was, aber meine Charakterquest buggt momentan. Ich komme hier gerade nicht aufs Schiff. Hm, okay. Kann da gar nicht rein. Sowas. Ja, kann ich. Ich kann ja mal gucken. Für dich. Nee, der neueste Stand. Kehre nach Coruscant zurück. Und trifft dich mit Sergeant Jackson im Apartment, ja klar. Chaos Troll ist nun vollständig einverstanden, eine Superfaustwaffe zu beginnen. Ganze Republikkämpfer reisen nach Coruscant und melden sich bei Gaza in dem Büro im Senatsgebäude für die Missionsbesprechung. Möglicherweise ist diese Quest ja ein bisschen buggy. Muss ich mal ein bisschen könnte belesen. Sein. Insofern weiche ich jetzt auf Jackson aus. Das muss reichen. Und dann probieren wir das nochmal bei Gelegenheit. Ich meine, Coruscant bin ich ja nur. Stand ja auch vor der Tür, die hat mich nur nicht reingelassen, die Alte. Also, ich meine, der General. So. Lalle, die aufgestiegen. Ja, ganz schön, wie viele Leute waren wir auf Tyton? 150. Ja, wir sind auch hier 147. Überall Leute. Voll ungewohnt, was? Ist auf jeden Fall was anderes hier. Jetzt mal halt, das ist ja noch der Low-Content halt, ne? Muss man ja auch sagen. Ja, natürlich. Ja. Und. Ja, ich habe wieder Dialog. Ich bin im Innern der Festung des Imperators gelandet. Keine Gegner in Sicht. Ich bin auch drin. Vielleicht haben wir den Imperator ja bei seinem Mittagsschläfchen erwischt. Ich hatte es beim Anflug mit Kanonenfeuer zu tun, aber meine Schilde haben gehalten. Die Medis haben feindliche Truppen entdeckt, die sich meinem Hangar nähern. Sieht so aus, als hätte ich den Kürzeren gezogen. Steigt alle aus. Folgt euren Routen zum Ziel. Nicht aufgeben. Kein Rückzug. Gedenkt der Gefallenen und enttäuscht sie nicht. Wir sehen uns im Thronsaal. Möge die Macht uns alle beschützen. Meister Braga, Ende. Ich kann ihn spüren. Er wartet. Er würde lachen, wenn er noch wüsste, wie das geht. Wer lacht? Ich höre nichts. Der Imperator hat keine Angst. Er ist nur ruhig. Still.
alles, was er fühlt, ist kalter Zorn. Die Sith glauben, Hass würde sie stark machen, aber das ist eine Lüge. Er ist eine Schwäche. Wir verstehen nicht, was er ist, was er tun kann. Wir hätten nicht herkommen sollen. Das ist eine Falle. Der Imperator hat keine Macht über uns, wenn wir alle zusammenhalten. Stellt euch eurer Angst. Er wird mich nicht bekommen. Nie wieder. Okay, es sieht wohl so aus, als wenn wir runter müssen. Guten Tag, da bin ich wieder. Bebe, bebe. So, also ich bin auf jeden Fall jetzt hier dabei, auf die Festung des Imperators gleich zu gelangen und zu müssen. Das werde ich für meinen Teil allerdings nicht mehr in dieser Folge machen. Weiß nicht, hast du schon abmoderiert grundsätzlich? Nein, natürlich nicht. Ich habe auf dich gewartet, ich konnte inzwischen so weit hinfliegen. Dann ist ja und, wunderbar. Ja, und dann würde ich sagen, Chuck, so auch in der nächsten Folge. Lasst ein Feedback und, da, war auf jeden Fall eine Story-Folge hier geworden. Und dann sehen wir uns mit der Fortsetzung der Story in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis dann, tschüss.